Ahoi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Gray und heute möchte ich dir zeigen, wie du sehr viel Geld beim Kauf eines neuen Objektivs sparen kannst. Außerdem verrate ich dir auch, auf was du achten solltest, damit du am Ende nicht abgezogen wirst und dabei vielleicht noch sehr viel Geld verlierst. Ich weiß, für viele ist das nichts Neues, aber es gibt dennoch ein paar Sachen, die ich euch sagen möchte, damit ich euch vor bösen Überraschungen bewahren kann. Nun denn, viel Spaß beim Video und auf geht's mit Geld sparen. Zuallererst sollten wir die Frage klären, wo kann man jetzt das meiste Geld sparen? Ich erzähle euch da nichts Neues, es gibt eBay Kleinanzeigen, das wisst ihr wahrscheinlich schon, dann das klassische eBay, Amazon Warehouse Deals, Spark, Rebuy und alle anderen Shops, wo man einfach gebraucht Sachen kauft. Aber vor allem bei eBay Kleinanzeigen gibt es Unmengen an Produkte und hier kann man sehr viel Geld sparen, aber auch Geld verlieren. Nun denn, kommen wir zum ersten Tipp. Bei eBay Kleinanzeigen ist es ja so, dass die neuesten Produkte immer oben stehen und die älteren Produkte viel weiter unten. Deswegen kann ich euch empfehlen, guckt nicht auf der ersten Seite nach, guckt lieber auf der zweiten oder auf der dritten Seite. Und hier ist es dann so, dass ihr viel mehr Spielraum habt, um mit dem Preis noch weiter runter zu gehen. Denn die ersten Produkte sind ja die neuesten Produkte und hier haben die Verkäufer einfach eine ganz andere Erwartung daran. Die wollen das Geld haben, was letztendlich auch drin steht. So ist es zumindest meistens so. Und da könnt ihr schlecht mit dem Geld noch runtergehen. Die merken dann erst nach 2-3 Wochen, hey, das wird nicht verkauft, ich muss irgendwas ändern an meinem Preis. Und erst dann sind die bereit, auch mit dem Geld runterzugehen. Und wenn ihr dann die Liste durchgeht, kann ich euch einfach nur empfehlen, dass ihr manche Produkte einfach markiert. Da gibt es so eine Markierfunktion bei eBay Kleinanzeigen und dann werden die Produkte einfach abgespeichert. Und sollte sich irgendwas an dem Produkt ändern, sei es bei der Beschreibung, beim Bild oder beim Preis, dann bekommt ihr immer eine Nachricht dazu. Aber woran erkennt man jetzt eigentlich, ob das Produkt schlecht ist, gut ist oder ob es vielleicht sogar sich um ein Fake-Produkt handelt? Naja, es gibt so ein paar Indizien, auf was man achten sollte. Wie ist die Beschreibung ausgefüllt? Also sind da Rechtschreibfehler drin? Fehlt die Hälfte? Dann kann es schon darauf hindeuten, dass es sich um ein Fake-Produkt handelt oder dass derjenige dich abziehen möchte. Muss nicht so sein, kann aber. Dann solltet ihr nach den Fotos gucken. Wie sehen die Fotos aus? Ist das halbwegs ordentlich fotografiert? Oder sind das vielleicht einfach nur geklaute Fotos von Google, was darauf hindeutet, dass es vielleicht ein Fake-Produkt ist? Und vor allem bei Fotografen und Hobbyfotografen geht man ja eigentlich davon aus, dass die Produkte ordentlich fotografiert werden. Wenn es zum Beispiel unterschiedliche Bilder sind, mit unterschiedlichem Weißabgleich, mit unterschiedlichem Bokeh, also wirklich verschiedene Stile, dann kann man davon ausgehen, dass derjenige sich die Bilder aus dem Internet rausgezogen hat, mal von dort, und dann merkt man eigentlich schnell, dass es sich hier eventuell um jemanden handelt, der euch abziehen möchte. Und wenn ihr euch immer noch unsicher seid, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr denjenigen nochmal anschreibt und fragt einfach nach bestimmten Detailfotos. Und wenn die Fotos, die ihr bekommen habt, alle einen ähnlichen Stil haben, dann kann man schon davon ausgehen, dass es ein seriöser Verkäufer ist, der euch nicht abziehen möchte. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, die Beschreibung stimmt, die Fotos sehen gut aus, er hat sogar Detailfotos zugeschickt und alles wirkt perfekt. Sogar der Preis ist richtig gut. Aber selbst das hat noch nichts zu sagen. Und wir wissen ja alle, Betrüger lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das Profil von denjenigen einfach nochmal genauer an. Wenn es das Profil schon 2-3 Jahre schon gibt und er hat sogar noch andere Produkte drin, dann kann man davon ausgehen, dass es wirklich ein seriöser Verkäufer ist. Wenn das Profil aber erst seit 2-3 Tagen online ist und er hat noch keine Produkte drin, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er euch abziehen möchte. Es gibt natürlich nicht nur schlechte Menschen da draußen, sondern auch schlechte Ware oder schlechte Objektive. Und auf was ihr achten müsst, damit ihr wirklich ein Objektiv kauft, was für eure Bedürfnisse perfekt ist, das verrate ich dir jetzt. Zuallererst solltest du schauen, hat das Objektiv Staubeinschlüsse oder nicht. Also wenn im Objektiv von Staubeinschlüsse drin sind, würde ich das zum Beispiel jetzt nicht mehr kaufen. Okay, man kann jetzt zum Beispiel vorne das einfach aufschrauben und man könnte jetzt theoretisch die Staubeinschlüsse entfernen, aber das ist so ein gewisses Risiko, was ich nicht unbedingt eingehen würde. Ich habe das zwar schon mal gemacht, aber es kann wirklich viel schief gehen dabei. Der nächste Punkt ist der Autofokus. Hier stellt sich die Frage, wollt ihr eher Fotos machen oder eher Videos oder wollt ihr vielleicht sogar alles beides machen? Man kann heutzutage wirklich Objektive kaufen, die bei Canon vielleicht 20 oder 30 Jahre alt sind und trotzdem ist der Autofokus sehr gut. Es gibt zum Beispiel den Ultrasonic Motor, also USM abgekürzt. Wenn der verbaut ist, könnt ihr eigentlich immer zuschlagen, dann ist der sowohl im Videobereich, auch im Fotobereich gut, wobei der im Fotobereich besser arbeitet. Dann gibt es noch den SDM Motor, der so ähnlich arbeitet wie der USM Motor, ist nicht ganz so gut in der Fotoleistung, aber dafür in der Videoleistung deutlich besser. Und dann gibt es noch einen Autofokus Motor, den ich nicht so richtig bezeichnen kann. Also sobald keine Bezeichnung auf dem Objektiv drauf ist, also wenn jetzt USM nicht draufsteht oder SDM, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr einen alten Autofokus-Motor drin habt und dann ist der zum einen sehr laut, der ist weder im Videobereich gut noch im Fotobereich. Und dann ist ja noch die Frage wegen dem Bildstabilisator.
Braucht ihr einen oder braucht ihr keinen? Und wenn ihr einen braucht, in welcher Version? Da gibt es ja noch mehrere Versionen von Canon. Und in der ersten Version konnten die ungefähr 2 Blenden ausgleichen und in der neueren Version eher 4 Blenden. Und wenn ihr im Videobereich tätig seid, würde ich auf jeden Fall immer Objektive kaufen mit Bildstabilisator. Ob es jetzt die Version 1 ist oder Version 2 oder Version 3, ist erstmal völlig egal. Es ist auf jeden Fall immer besser, erstmal einen zu haben. Und wenn ihr dann das Geld habt, dann auf jeden Fall immer die neueste Version. Und was ist eigentlich mit Kratzern? Naja, wenn es jetzt nicht so viele sind, wenn es nur ganz feine und kleine Kratzer sind und vielleicht nur 2-3 Stück, dann würde ich erstmal sagen, es hat absolut keinen Einfluss auf die Bildqualität. Sind die Kratzer aber etwas tiefer, sind die vielleicht etwas mehr vorn auf der Linse, dann kann es schon passieren, dass es ein bisschen milchig aussieht auf der Stelle oder dass bestimmte Lichtreflexionen im Bild eingefangen werden, die ihr nicht haben wollt. Auf dem Gehäuse selber hat es erstmal keine Auswirkungen auf die Bildqualität, maximal im Wiederverkaufspreis, und ich bin halt so einer, der nur Objektive kauft, die relativ neu aussehen und die vielleicht aussehen, als wären die erst 1 Jahr alt oder vielleicht 2 Jahre alt. Denn ich gehe erstmal so an die Sache ran, dass ich die Objektive auch wieder ordentlich loswerden kann. Denn man weiß ja nie, ob man die Objektive in 1-2 Jahren noch verwendet. Wie kauft ihr eigentlich eure Objektive? Kauft ihr das über eBay Kleinanzeigen? Kauft ihr die auch gebraucht oder immer neu? Habt ihr schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? Könnt ihr irgendwelche Tipps mitnehmen? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wusstet ihr eigentlich, dass ich unter jeder meiner Videos so einen kleinen Spendenlink von PayPal drin habe? Also wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, wenn ihr mir keinen Kaffee ausgeben wollt, dann könnt ihr gerne 1 Euro spenden, 5 Euro spenden, 10 Euro spenden, wie ihr wollt. Das Geld wird dann alles in diesen Kanal einfließen, und ihr wisst ja selber, wie es ist als Fotograf. Es kann halt immer mal was kaputt gehen. Man muss halt ab und zu auch mal neue Sachen kaufen, und das Geld würde ich dann alles nur für diesen Kanal verwenden, um halt neue Sachen zu kaufen. Ihr könnt auch gerne im Video erwähnt werden. Ihr müsst letztendlich nur in den Kommentar reinschreiben, möchte erwähnt werden. Dankeschön! Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal und aktiviere auch die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir, meine Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao!